begrüße Sie recht herzlich zu einer neuen Ausgabe der DRK-Sprechstunde in der Medizinakademie in Karlsruhe. Zu Gast habe ich heute Herrn Uwe Hug. Er ist Physiotherapeut an den Vidia-Kliniken in Karlsruhe. Und wir haben uns ein ganz besonderes Thema heute ausgesucht, über das wir uns unterhalten werden. Und zwar ist das die Kräftigung der Hände. Vor allem bei Senioren. Warum ist es denn so wichtig, dass gerade ältere Menschen darauf achten, ihre Hände zu kräftigen? Es ist so wichtig, weil wenn wir den Verlauf sehen, wenn wir als Kind oder als Jugendlicher, als Heranwachsender und als Arbeitender benutzen wir unsere Hände am Tag x Mal. Im Alter wird das etwas weniger. Wenn wir dann aufhören in unserem Arbeitsprozess, wird es noch ein bisschen weniger. Und da kommen natürlich die Gefahren auch auf uns zu, weil wir, wo wir die Hände natürlich ganz extrem brauchen. Ja, und gerade bei älteren Menschen, die sind ja auch sehr auf ihre Hände angewiesen. Zum Beispiel auch vielleicht beim Öffnen von ihren Tablettendosen oder gerade bei Stürzen. Was gibt es denn da zum Beispiel für Übungen, die man also dann machen könnte? Bei den älteren Personen ist es so, dass wir in unserem Bereich natürlich immer schauen wollen, dass sie ihre Aktivitäten des täglichen Lebens, was die Hände auch betrifft, durchführen können, ja, um eventuell, wie es leider nun mal ist im Alter, dass sie Medikamente brauchen, die sie öffnen müssen, dass sie eventuell irgendwelche Marmeladengläser öffnen müssen, dass das auch noch selbst eventuell funktioniert. Ich habe hier einen Teil der Sachen mitgebracht und ich bin ein ganz großer Freund von Sachen, die ich zu Hause habe, weil dann muss ich mir nicht noch extra was anschaffen, sondern ich nehme das, was in meinem Haushalt auch üblich ist. Sehr ich fange gern an mit so einem Ball hier, der eigentlich jeder zu Hause irgendwie hat. Entweder hat es der Hund zum Spiel oder die Katze, aber dann kann man ihn für die Hände benutzen. Ne? Die Kräftigung der Hände fange ich an mit dem großen Teil, dass ich die Hände schließe und die Hände dann öffne und das auch versuche, immer so 3 bis 5 oder 10 Sekunden zu halten. Ich kann Ihnen das mal übergeben, dann dürfen wir das auch mal selber ausprobieren. Ja, das ist ja wirklich auch nicht nur für die Hände, sondern es zieht ja auch so ein bisschen so in den Oberarm dann oder Unterarm dann auch rein. Da ist es so, dass die Muskeln an den Fingern und an den Händen natürlich durch den Oberarm durchgehen und am Ellenbogen dann auch ansetzen. Das ist natürlich auch gleichzeitig eine Kräftigung des Unterarmmuskulaturbereiches. Ja. Wie ich sehe, haben Sie ja noch einige andere spezieller Utensilien mitgebracht. Genau. Vielleicht probieren wir noch was aus. Spezieller werden wir, wenn wir mal beim Ball bleiben, haben wir so klein, die sehen so ein bisschen aus wie so Ostereier. Da dürfte ich Ihnen auch gerne mal vielen eins Dank. Geben. Und da können wir natürlich auch die Hände nehmen. Das haben wir jetzt aber gemacht. Aber jetzt nehmen wir einfach mal unsere Finger, weil das ist ja auch wichtig. Wir müssen ja auch kleine Teilchen öffnen und dann können wir die Finger hier reindrücken. Das lässt sich gut bewegen, das ist so ein Gel. Achso, da muss man länger drücken? Ja, genau. Und da halte ich natürlich auch so zwischen 5 und 8 Sekunden. Ich gehe natürlich auch immer auch ein bisschen auf das Alter der Menschen ein. Die können keine 20, 30 Sekunden mehr drücken, aber dafür machen sie es dann halt 5-mal nacheinander und halt kurz. Ja. Ja, das ist ja auch schon anstrengend. Das kann ich mit beiden Händen machen und ich kann es mit einer Hand machen, wenn ich dann geschickter bin, dass ich das halte und drücke. Oh, da fängt es schon ein bisschen an zu wackeln. Aber wann fängt es denn tatsächlich an, dass die Kraft in den Händen dann auch so nachlässt? Eigentlich schon relativ früh. Oh je, machen Sie mir keine Angst. Ja, es fängt natürlich dann an, wenn ich sie anfange, weniger zu benutzen. Und wenn und das ist halt nun mal im Alter, dann gibt es viele Sachen, die ich einfach versuche zu umgehen und nicht mehr mache oder mir dann halt von jemand anders machen lasse. Und da ist es dann, wenn ich aus dem Prozess heraus bin, ist es so, dass ich dann mehr oder weniger nur noch die Sachen mache, die ich machen kann. Die werden dann immer wieder weniger. Aber ich muss eigentlich, wie ich eben schon gesagt habe, versuchen meine Aktivitäten des täglichen Lebens, versuchen wir den Menschen schon beizubringen und das auch zu erhalten. Ich habe jetzt auch noch die Schwämme gesehen. Genau. Die hat man ja auch in jedem Haushalt. Also und genau. Da kann man dann auch spezielle Übungen machen. Vielleicht nehme mal den. Ich gebe Ihnen mal den großen. Ich glaube, ich habe mehr geübt. Ja, ich nehme den großen, Sie den kleinen, genau. Also diese Schwämme, die kann man auf 2 Varianten benutzen. Einmal nimmt man sie trocken, dann möchte ich gern, dass man die Hände auflegt und gegenläufig quasi versucht, den Schwamm auszubringen. Ja. Und dann halt man das auch und macht es auch in die andere Richtung. Und das Ganze ist natürlich dann auch mit Wasser vorher gefüllt, damit der Widerstand dann auch da ist. Ja? Gut, jetzt haben wir es trocken. Jetzt haben wir es trocken, nachher können wir es auch mit dem Wasser machen und dann tun wir den Schwamm ausdrücken und tun ihn ausringen. Das ist eine gute Übung für die Hände, auch gleichzeitig für die Handgelenke. Ja, das ist auch nicht so einfach.
Aber also ich denke mal, auch Senioren sollten das tun, aber man sollte natürlich auch schon früher damit anfangen. Ich bedanke mich recht herzlich, dass Sie heute mein Gast hier gewesen sind und ich hoffe, dass die Zuschauer draußen auch einiges mitnehmen konnten heute. Es waren ja ein paar tolle Übungen dabei. Ich sage herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.